Dann hat man den Hund gesehen und hat sich gleich verliebt, kam auch gleich an, gleich Küsschen rechts, Küsschen links, gleich in den Arm genommen und ja, dann ist man hin und weg, dann schaltet der Kopf auch aus. Es war Liebe auf den ersten Blick. Aber Andreas Wiekert wird betrogen. Betrogen um einen Hund, der ihm nach nur einer Woche wieder weggenommen wird. Als der Dortmunder einen jungen Partner für seine Dobermann-Hündin sucht, fällt er auf eine gewiefte Gang herein. Die bietet per Internet-Kleinanzeige einen Dobermann-Welpen an. Wiekert fährt nach Mönchengladbach. Dann waren wir da. Kurz vorher sollten wir noch mal schreiben, weil er ja nicht zu Hause war. Und dementsprechend kamen sie dann aus der Haustür, wo sie uns hinbestellt haben. Die Verkäufer des Welpen, den sie Nala nennen, sind ausnehmend nett und vertrauenserweckend. Sie bitten um Verständnis, dass sie nicht alle üblichen Unterlagen wie Impfausweis und Heimtierausweis dabei haben. Wiekert zahlt 700 Euro in bar. Der offizielle Impfausweis, der soll bei der Mutter liegen. Die sollte noch irgendwie 19 Kilometer weiter entfernt sein. Dann hat er seine Mama angeschrieben, die hat ihm eben eine Kopie davon geschickt. Den hat er mal eben schnell ausgedruckt für mich, so damit ich wenigstens was habe. So war dann die Aussage. Ja, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass alles erstunken und erlogen war. Denn als Nala Durchfall bekommt und Wiekert mit dem Welpen zum Tierarzt geht, stellt der anhand des Chips fest, Nala heißt in Wirklichkeit Prada. Und er fragt, ob er der Züchterin Wiekerts Kontaktdaten geben darf. Der willigt ein. Und damit nimmt das Drama für ihn seinen Lauf. Kam der Anruf von der Züchterin. Als erstes, wo ist mein Hund? Dann denke ich, hallo, komm mal runter. Aber da war nicht mit ihr zu reden. Die war am Weinen, am Schreien, am alles Mögliche. Denn auch Züchterin Evelyn Borek ist von der Bande betrogen worden. Genau wie Andreas Wiekert fällt sie auf deren Einschleimtricks herein. Die haben sich einfach gut verkauft. Also so gute, herzliche Leute habe ich noch nie im Leben gesehen. Sehr gut angezogen, sehr respektvoll. Und bitte und danke. Toller Eindruck. Also habe ich mir da nichts anderes gewünscht als solche Menschen für meine Hündin. Naja, aber habe ich mich da ein bisschen getäuscht. Sie lässt sich so sehr täuschen, dass sie ihre Prada den netten Betrügern auf deren Bitten und Drängeln gleich mitgibt. Und das sogar ohne Anzahlung, nur mit einer Ratenvereinbarung. Weil sie ihnen die Papiere nicht mitgibt, wähnt sich Evelyn Borek auf der sicheren Seite. Ein Fehler. Ich habe sie Infoausweiskopie mitgegeben, sonst alle Papiere habe ich bei mir gelassen. Haben wir so vereinbart mit Vertrag, dass ich wäre immer noch Besitzerin. Bis wann wäre die letzte Rate nicht da und ganze Heimausweis und alles, was gehört zu Prada, bleibt bei mir. Schließlich kommt es zum Eklat zwischen ihr und Andreas Wiekert. Die Polizei beschlagnahmt Prada, obwohl er 700 Euro bezahlt hat. Das Amtsgericht Dortmund spricht Prada wieder der Züchterin zu. Begründung: Wiekert hätte erkennen müssen, dass der Betrüger nicht zum Verkauf berechtigt war. Nachvollziehbar, sagt Experte Udo Kopernik. Absicherung ist unerlässlich. Gibt es einen Kaufvertrag? Da muss der Preis drinstehen. Da muss der Chip drinstehen. Und da muss auch ein Heimtierausweis übergeben werden, dass der Hund geimpft worden ist bei einem Tierarzt. Andreas Wiekert ärgert sich, dass er zu vertrauensselig war, als er auf die neue Betrugsmasche hereingefallen ist. In Kleinanzeigen im Internet wird er seinen nächsten Hund nicht suchen. Gegen die Betrüger wird ermittelt.